Guten Morgen. Hört man mich? Guten Morgen. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, es ist schön, euch wiederzusehen. Wir waren jetzt einige Zeit im Urlaub, einige Zeit nicht hier und es ist einfach eine Freude, euch wiederzusehen. Ich denke, das geht vielen von euch, wenn ihr wiederkommt aus dem Urlaub, das ist immer eine Freude, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen, wenn wir uns wiedersehen und wenn wir hier sind, einander sind und hier zusammenkommen, um Gott zu ehren, um ihn zu loben, ihn zu preisen, um in seinem Wort zu hören, dann ist es auch für Gott eine riesengroße Freude, dass ihr euch heute Morgen aufgemacht habt, um hier zu sein. Das freut Gott, das ehrt ihn. Und er ruft uns auch in seinem Wort heute zu, das steht in Philipper 4. Freut euch im Herzen alle Zeit, wiederum will ich sagen, freut euch. Das kann man gar nicht häufig genug sagen. Freut euch. Egal, ich weiß nicht, wie es euch geht, mit welchen Umständen ihr hierher gekommen seid. Wir lesen in den Zeitungen sehr viel, da ist vielleicht gar kein Grund zur Freude. Pandemie und Kriege. Und dennoch sagt uns das Wort Gottes, freut euch alle Zeit. Der Grund zur Freude ist unabhängig von der Situation. Der war unabhängig von der Situation, als Paulus das geschrieben hat in dem Brief in die Philippa. Paulus selbst war im Gefängnis zu der Zeit. Er bangte auf sein Todesurteil, ob das kommt oder nicht. Ein Gefährte von ihm, der geschickt wurde, um ihn zu stärken, der war gefährlich erkrankt, dem Tode nahe, wurde geheilt, aber er musste ihn loslassen. Er hatte Mangel in den Gemeinden, die er liebte. Auch an die Philippa, da war nicht alles in Ordnung. Es gab Spaltungen, es gab Kriege in den Gemeinden. Vieles war da in Unordnung. Und dennoch schreibt Paulus, freut euch im Herzen alle Zeit. Wiederum will ich euch sagen, freut euch. Und das soll uns heute Morgen gesagt werden, freut euch. Welchen Grund zur Freude haben wir als Christen? Wir sollen uns freuen, dass unsere Namen in dem Himmel geschrieben sind. Wenn du Gottes Kind bist, dann ist dein Name im Himmel geschrieben. Und nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes. Du kannst danken für deine persönliche Errettung. Du kannst danken für den Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, der so groß und mächtig ist, dass er alles in der Hand hat. Wir haben gehört, Gott hat alles in Kontrolle, unter Kontrolle. Und dieser große Gott, der kennt dich persönlich. Der kennt deinen Namen. Er kannte dich schon vor deiner Geburt. Er kennt dich und er liebt dich, unabhängig, woher du kommst, unabhängig, wer du bist, unabhängig, welche Fähigkeiten du hast. Unabhängig, ob du gut drauf bist, ob du schlecht drauf bist. Er liebt dich. Und er hat das Kostbarste geschickt, was er hatte, seinen eingeborenen Sohn, auf diese Erde, damit er für dich gestorben ist, dass seine Sünden vergeben sind. Das ist etwas, das kann man sich jeden Tag reinziehen, jeden Tag rein und sollte Grund für unsere Freude sein. Er rechnet dir die vergangene Schuld nicht mehr an. Er liebt seine Gemeinde. Guckt euch um, aus wie vielen verschiedenen Nationen, wie viele verschiedenen Herkünften wir hier sind und trotzdem leben wir hier in Friede zusammen als Gemeinde. Ist das nicht ein Grund zur Freude? Wenn wir uns auf der Straße begegnen würden, würden wir uns vielleicht nicht kennen, wenn wir von der Welt, weil wir so ganz unterschiedlich sind. Und trotzdem sind wir eins durch seinen Geist. Was für ein herrlicher Grund zur Freude haben wir. Der liebt seine Braut, er liebt uns, er wird wiederkommen. Und wir werden in der Ewigkeit mit ihm sein. Was für ein toller Grund zur Freude. Wenn du diese Freude noch nicht geschmeckt hast. Jesus lädt dich heute Morgen ein. Er öffnet sein Herz für dich, dass du teilnimmst an dieser Freude. Und diese Freude und ein fröhliches Herz, das ist Gott so wichtig. Wir sehen auch die ganze Welt. Ne? Überall, wo man hingeht, es wird immer, wie kriege ich Freude in meinem Herzen? Wie kann ich fröhlich sein? Wie geht es mir gut? Was kann ich tun, damit es mir gut geht? Wie werde ich glücklich? Es gibt so viele verschiedene Ratgeber, ne? So viele verschiedene Sachen, die wir dann lesen können, wie wir glücklich werden sollen. Es ist ein Thema, was alle Menschen beschäftigt. Aber uns als Christen, uns ist eine Botschaft gegeben, die einzig wahre Botschaft, die wirklich diese ewige Freude bringt, die Freude darüber bringt, die über den Tod hinaus da sein wird. Und wie schön ist es, dass wir als Christen, als Nachfolger Jesus, diese frohe Botschaft auch weitergeben können. Evangelium, die frohe Botschaft. Wir sind alle Apostel, die diese frohe Botschaft verkündigen können. Aber was heißt verkündigen? Wie verkündigen wir? Verkündigen wir nur mit Worten oder auch mit Taten, mit unserem praktischen Leben? Und daran soll es heute Morgen gehen, ne? Dass diese Botschaft der Freude
auch in uns Form gewinnt, als seine Nachfolger, als die Leute, die ihm nachdackeln wollen, ne, in diesen schwierigen Zeiten, die einfach hinter ihm herlaufen wollen, wie kleine Kinder, wie Schafe hinter ihm hinterherlaufen wollen und ja, praktisch diese Freude weitergeben wollen, durch Worte, durch Taten, mit unserem ganzen Sein. Ja, und das lesen wir heute Morgen über die Nachfolge und über die Freude und über die Fröhlichkeit. Und das ist eine Botschaft, die sollte uns fröhlich machen. Ich bete kurz, bevor ich dann die Sprüche lese. Jesus, wir danken dir heute Morgen, dass wir hier zusammen sind als deine Gemeinde, dass du zu uns sprechen möchtest durch dein Wort. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Herzenstüren weit machst, dass dein Wort in uns lebendig wird, dass wir rausgehen und das Wort nicht nur aufgenommen haben, sondern dass es uns ganz durchdringt und Teil von unserem täglichen Leben wird. Ja, ich möchte mit euch heute, wie gesagt, es geht um das Thema Nachfolge, es geht um das Thema Freude und Gott prüft uns heraus, wo denn unsere Freude eigentlich liegt. Ja, schlag dazu bitte auf das Buch der Sprüche, Kapitel 15. Ich warte, bis ich keinen Knister mehr höre. Und ich lese von 15 bis 22. Alle Tage des Elenden sind schlecht, aber ein fröhliches Herz hat ein ständiges Festmahl. Besser wenig in der Furcht des Herrn als ein großer Schatz und Unruhe dabei. Besser ein Gericht Gemüse und Liebe ist da, als ein gemästeter Ochse und Hass dabei. Ein hitziger Mann erregt Zank, aber ein langmütiger beschwichtigt den Rechtsstreit. Der Weg des Faulen ist wie eine Dornenhecke, aber der Pfad der Aufrichtigen ist gebahnt. Ein weiser Sohn erfreut den Vater, aber ein törichter Mensch verachtet seine Mutter. Narrheit ist dem Unverständigen Freude, aber ein verständiger Mann geht den geraden Weg. Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, aber wo viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Vers 15. Alle Tage des Elenden sind schlecht, aber ein fröhliches Herz hat ein ständiges Festmahl. Ihr könnt in eurer Bibel gerne eine Seite, bei mir ist es eine Seite weiter blättern, Sprüche 17. Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein niederschlagender Geist dürrt das Gebein aus. Also sorgt für Krankheit. Entschuldigung, das ist 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein niederschlagender Geist dürrt das Gebein aus. Ja, in diesen beiden Versen werden uns zwei Leute gegenübergestellt. Auf der einen Seite der Fröhliche und auf der anderen Seite der Elende. Und schauen wir uns mal den Elenden an. Der Elende sagt, alle Tage des Elenden sind schlecht. Ne? Er denkt das zumindest. Alle Tage sind schlecht. Alle Tage sind schlecht. Also wenn man ja, kleine Kinder hat oder überhaupt wir, oder wenn wir mal ganz ehrlich sind, geht es uns manchmal auch so. Alle Tage, dies ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Ne? Kleine Kinder, wie häufig hört man das? Das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Und dann denkt man, morgen kommt wieder ein Tag. Das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Ne? Das ist, ja, also es kommt vielen vielleicht bekannt vor, dieses Gejammere, alles ist elend, alles ist schlecht. Ja, und in 17, 22, wenn wir dann komplett davon niedergeschlagen werden, dann kann das auch letztendlich, hat das Folgen auf unsere Gesundheit. Ja. Andersherum wird uns von Ärzten ja gesagt, wenn du fröhlich bist, ne, ist es auch gut für deine Gesundheit. Hier wird andersrum gesagt, nee, wenn du total niedergeschlagen bist und immer denkst, alles ist elend, alles ist schlecht, dann wirkt sich das auch nicht nur auf, dann wirkt sich das auf dein ganzes Sein, auf deinen ganzen Körper und auch auf deinen Geist und alles, ja, alles zieht dich dann zur Erde nieder. Und wenn wir mal ganz ehrlich mit uns sind und so auch gucken, weswegen sind wir denn elend? Und weswegen sagen wir denn, das ist der schlimmste Tag in meinem Leben? Ne, wann sagen wir das denn? Ja, ehrlich, wenn wir auf uns selber schauen in den Situationen, wenn uns irgendetwas nicht richtig gelingt, ne? Wenn wir irgendein Bedürfnis haben, das wird von anderen Menschen nicht gestillt, wir erwarten, der sollte mir das geben, dann nicht. Ne? Dann fühlen wir uns komplett elend, von anderen Menschen missverstanden. Unser Bedürfnis wird nicht gesättigt, wir sind enttäuscht und wir haben dann dieses furchtbare Selbstmitleid. Alles ist schlecht, alles ist schlecht. Ja? Und auch als Nachfolger Jesu sind wir nicht davon befreit, dass wir auch in solche Sachen reinkommen können, wenn wir auf uns selber schauen, wenn wir nur gucken auf und wie geht es uns denn, wie geht es mir in den Situationen, alles ist elend, dieser Blick.
der krank macht. Und Gott will nicht, dass wir leiden. Gott will nicht, dass wir krank werden. Er will nicht, dass unsere Seele davon belastet wird. Das will er nicht. Ja? Jesus ist gekommen. Die Botschaft, die wir haben, ist eine Botschaft der Freude. Er ist gekommen. Eins der ersten Wunder, die er getan hat, da hätte wirklich jemand sagen können, das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Ja? Was eigentlich der schönste Tag in dem Leben sein kann. Er kam zu einer Hochzeit und dann ging der Wein aus. Alle haben sich gefreut zu feiern. Und stellt euch das vor, dieses Ehepaar, man möchte feiern und kein Wein ist mehr da dann bei der Hochzeit damals. Ne? Und dann, das hätte wirklich sagen können, die Feier ist jetzt zu Ende und dann ist die Hochzeit geplatzt und das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Kann man sich so richtig bildlich vorstellen, wie es denen dann geht. Aber was hat Jesus gemacht? Er hat aus diesem Wasser Wein gemacht. Er hat die Traurigkeit einer Feier, hier steht es ja auch, ist ein ständiges Festmahl. Also Festmahl, das Wort Festmahl, da habe ich an diese Hochzeit gedacht, ne, wo es so schöne Festmähler gibt. Was ist ein Festmahl? Was ist ein Festmahl ohne Wein? Was ist unser Leben in der Nachfolge ohne diese Fröhlichkeiten? Und Jesus möchte das nicht. Er sagt zu uns, kommt alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich gebe euch Ruhe. Diese Ruhe ist auch Frieden und Freude, was er uns geben möchte. Durch den Geist Gottes. Und das ist etwas Schönes. Er möchte uns da nicht so belassen. Er möchte uns rausholen, wenn wir uns in diesem Elend befinden. In einen Weg der Nachfolge, der geprägt ist von einem Weg der Freude. Wo wir fähig sind, Freude für uns selber aufzusaugen, zu empfangen. Und auch fähig sind, Freude an andere Leute weiterzugeben. Und da gibt uns dafür auch einen Tipp. Ihr könnt dazu gerne aufschlagen. Psalm 119, Vers 2. Glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren, die ihm vom ganzen Herzen suchen. Glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren, die ihm vom ganzen Herzen suchen. Psalm 119, Vers 2. Was haben wir schon Schönes in unserem persönlichen Leben mit Jesus erlebt? Was für Wunder hat er getan in deinem Leben? Wo hast du gedacht, Mensch, boah, da hätte ich aber auch leicht hier bei Hops gehen können. Aus was für Sorgen und Noten und Elenden, aus was für Gefahren hat er dich rausgezogen, hat er dich bewahrt? Was für ein Zeugnis hat er in deinem Leben hinterlassen? Was für Zeugnisse, guckt euch um, fragt eure Nachbarn hier im Raum, jetzt nicht, aber später vielleicht, wenn ihr miteinander sprecht, ermutigt euch einander. Kundzutun, was für Zeugnisse Gott in dem Leben hinterlassen hat. Und das baut auf. Liest sein Wort, liest sein Zeugnis hier. Und diese Zeugnisse, das ist nicht nur das, was er getan hat. Und jetzt erzähle ich eine alte Kamelle, die ich schon oftmals gesagt habe, wahrscheinlich auch schon von hier vorne. Wir hatten mal eine Situation mit unserem Sohn. Als er geboren wurde, der war dem Tode nahe. Und die ersten Monate, da haben wir etliche Operationen mit ihm durchgemacht. Und wir haben Wunder in seinem Leben erlebt. Das war, wo Ärzte gesagt haben, er wird sterben, aber er ist nicht gestorben. Gott hat ihn davor bewahrt. Er hat ihn uns noch weiter leben lassen. Und am Ende der Zeit, am Ende von diesem Krankenhaus, kam noch eine ganz schlimme Geschichte, wo wir wieder mit seinem Leben gebankt haben. Und meine Frau und ich, wir waren dann total verzweifelt. Wir waren diese Elenden. Ja, und aus dem Nichts kam damals eine Frau zu uns und sagte, denk nicht nur an das, was Gott jetzt schon getan hat in dem Leben, sondern das, was er in seinem Leben noch tun wird. Das ist doch krass. Was wird Gott noch in deinem Leben tun? Ja, er wird dir dieses ewige Festmahl bereiten. Lies mal in der Bibel, was für Zusagen er dir gibt. Ich habe heute Morgen, ich finde den Zettel, wer diese Bibel-App hat, das ist nicht die Losung, da stand heute der Vers des Tages drin. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen. Er wird sich über dich freuen. Nee, er freut sich nicht nur, sondern er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein und vergeben. Und wird über dir mit Schall fröhlich sein. Wir werden irgendwann in diesem ewigen Lobpreis sein. Und dann, was für eine Freude wird das sein? Er befreit uns, er vergibt uns jeden Tag. Jeden Tag ist seine Gnade neu. Jeden Tag. Das sind Zusagen, die er uns gibt. Nichts, weder Hohes noch Tiefes, kann uns trennen. Kein Mensch kann uns trennen von der Liebe Gottes. Was für eine Zusage ist das, was wir haben. Und wenn es um Nachfolge geht, er redet das zu seinen Jüngern. Er redet das zu den Leuten, die ihn nachfolgen. Den Bergpredigt. Mit was fängt die Bergpredigt an? Mit Seligpreisungen. Glücklich sind die, ne? Die geistig arm. Könnt ihr gerne aufschlagen, zu Hause auch gerne lesen. Den ganzen Bergpredigt. Das ist so ein ermutigendes Buch. So ermutigend, das einfach zu lesen. Glückselig sind die
Amen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Wenn du dich so fühlst, Gott möchte eben nicht, dass du so bleibst, so elend, sondern er möchte nicht, dass das dein Gebein dürrt, sondern er möchte dich fröhlich machen in der Nachfolge. Nachfolge ist nicht etwas, wo wir mit gesenktem Kopf hinterher dackeln wollen, sondern in Fröhlichkeit hinterher dackeln wollen. Das sagt er uns heute. Zurück zu Sprüchen. Besser ein wenig in der Furcht des Herrn als ein großer Schatz und Unruhe dabei. Jetzt geht's weiter. Jetzt fühlt ihr euch jetzt vielleicht nicht gerade elend, sondern ihr seid vielleicht gerade glücklich. Ja, heute Morgen ist ja auch schön. Ich bin jetzt nicht elend, ich bin glücklich, ich bin froh hier. Und in folgenden Versen fordert uns das Wort ein bisschen heraus zu überprüfen, wo hängt denn eigentlich an unser Glück dran? Und in 16 geht es um Materialismus. Besser ein wenig in der Furcht des Herrn als ein großer Schatz und Unruhe dabei. Jo, an was freue ich mich? Freue ich mich an dem großen Schatz. Ne? Ja, wer hätte nicht gerne einen großen Schatz? Wer hätte nicht gerne Reichtum? Ne? Also, das glaube ich keiner von uns zwei, nicht am allerwenigsten. Aber ne? Materialismus ist etwas, was für uns eine Gefahr ist. Und Gott fragt eben, woran hängt dein Herz? Und er sagt, ein großer Schatz bedeutet und auch ist Unruhe dabei. Das sollte dir nicht der Ort deiner Freude sein. Die Frucht. Ne? Für dein Leben, die du aus dem Reichtum. Nee. Ja, ich habe das persönlich erlebt. Ich habe mal eine teure Uhr bekommen, geerbt. Eine teure Uhr. Wer Uhrenexperte ist, das war, glaube ich, eine Omega-Uhr von meinem Vater, eine sehr, sehr teure Uhr. Ja, und also wirklich eine sehr, sehr teure Schweizer Uhr. Und dieser Schatz hat mir Unruhe gebracht, ohne Ende. Anfangs geht es ja noch, da freut man sich dann darüber, aber irgendwann geht diese Uhr nicht mehr so richtig. Ne? Und dann, was macht man mit so einer Schweizer Uhr, die nicht mehr richtig geht? Da geht man dann zum Juwelier, Uhrenmacher, seiner um der Ecke hin, so, oder hier so eine Filiale Christ oder weiß, ich weiß nicht, wie die alle heißen hier. Da geht man da hin und sagt, ich möchte die gerne reparieren, die geht nicht mehr, baue mal eine neue Batterie ein. Und der sagt dann, oh weia, nee, das geht nicht, das kann ich nicht, die muss eingeschickt werden zu dem Uhrenmacher, Hersteller in der Schweiz. Und da fängt schon das Elend an. Ja, wie teuer ist das? Kann ich das überhaupt bezahlen? Ist es mir das wert? Und ich habe den dann überredet, das dann doch selber zu machen. Ja, was natürlich dann nach hinten, weil ich sparen wollte, Sparfuchs dann irgendwie. Ja. Was dann nicht funktioniert hatte, die ging dann irgendwann nicht richtig, irgendwann kam Wasser rein, dann war mein Elend natürlich noch größer. Ja, und das hat mir dann sehr viel Schatz und Unruhe, weil das war ja auch ein Erbe und es war mir schon wichtig, weil es sind ja auch, genau, aber Gott sagt, nee, soll es eigentlich nicht sein. Also man sieht, allein die Instandhaltung von Reichtum ist mit viel Unruhe verbunden. Irgendwann ist man nur damit beschäftigt, seinen ganzen Reichtum zu verwalten. Ja, und das macht sehr viel Arbeit. Und man hat gar keine Kraft mehr für andere Sachen, außer dass man sich um seine Uhren kümmert. Also war mir damals eine Lehre. Eine andere Uhr habe ich mal verloren. Also irgendwie Uhren ist nichts für mich. Aber nicht nur das, sondern das hat Unruhe gebracht. Aber Schatz und Reichtum kann auch andere Unruhe bringen, mit sich bringen. Ne? Also man hat Unruhe, wenn man ganz viel hat, dass irgendwie was geklaut werden kann. Ja? Weil da hat man was und dann braucht man Sicherheitstechniken, Alarmanlagen, alles Mögliche. Dann ist es auch hin mit der Ruhe, weil man ist nur damit beschäftigt, sein Anwesen abzusichern. Tresore einzubauen oder sonst irgendwas. Oder denkt hinter jedem, der kommt, der könnte ja was von meinem Reichtum ab. Der ist ja gar nicht mein richtiger Freund, der will nur was von mir abhaben. Also was für eine Unruhe ist das in meinem Herzen, die ich dann mit mir rumtrage. Und ganz schlimm wird es dann, wenn man darüber nachdenkt, wie ist denn überhaupt mein Reichtum zustande gekommen? Habe ich denn überhaupt redlich verdient? Ja? Habe ich alles dem Finanzamt angegeben? Oder steht hier irgendwie dem nächsten Staatsanwalt Steuerbehörde oder so vor meiner Tür, weil ich irgendwie geheime Konten auf der Schweiz habe, weil ich so superreich bin. Oder ich habe vielleicht anderen Menschen zu viel abgenommen, als ich eigentlich nehmen sollte. Ne? Also das macht einen unruhig. Ja, und also dann lebt man, glaube ich, auch nicht so sonderlich glücklich. Und davon sollten wir uns, dafür warnt uns Gott. Wenn der Reichtum unser Ort der Freude ist, sollte er nicht sein. Es bringt Unruhe in deinem Leben und mitnehmen kannst du sowieso nichts. Deswegen sagt uns die Schrift, besser wenig in der Furcht des Herrn. Was ist die Furcht des Herrn?
Furcht des Herrn ist erstmal, es ist Ehrfurcht, der Beginn aller Weisheit, Ehrfurcht vor dem Herrn. Zu wissen, Gott hat alles erschaffen, er ist so mächtig. Ne? Ein Schnips und nichts ist mehr da. Er hat alles in seiner Hand, er hat die ganze Welt in seiner Kontrolle. Aber er liebt mich, er kümmert sich um mich, trotzdem er so mächtig ist. Liebt er mich? Ich bin sein Kind, ich darf sein Kind sein. Wie schön ist das? Das ist Ehrfurcht. Zu wissen, da ist einer so mächtig, aber er liebt mich so, so, so sehr. Und das macht doch Freude, sollte uns ein Grund zur Freude sein, ihm nachzufolgen, hinterher zu dackeln. So gut, wie wir das halt können, uns von ihm leiten zu lassen, zu ihm führen zu lassen, Ruhe geben zu lassen. Er gibt uns dann diese Ruhe, diesen Frieden, den wir brauchen für unser Leben, den uns Reichtum in dieser Welt nie geben kann. Danke. Nächster Vers, auch herausfordernd. Besser ein Gericht Gemüse und Liebe ist da als ein gemästeter Ochse und Hass dabei. Ja, also auch hier, wo hängt unsere Freude, wenn wir zusammenkommen zu einem leckeren Essen? Ich habe meine Zeit lang in München gelebt, da gab es die Wiesen, ne, und in der Wiesen gibt es diese Ochsenbraterei, da ist so ein ganzer Ochse am Spieß. Ne, da ist so ein ganzer Ochse, hängt dann da dran. Der wird gedreht, das sieht sehr lecker aus. Man lernt sehr viel von Biologie, wenn so Scheibe für Scheibe abgeschnitten wird von dem Ochsen. Und als jemanden, der Grillfleisch nicht abgeneigt ist, wie ich, das ist halt kann schon eine Freude sein, so einen Ochsen zu sehen, der da am Spieß hängt. Aber es wird gesagt, nee, wenn wir zusammenkommen, dann sollen wir uns nicht freuen, sei es hier am Barbecue, sondern an dem leckeren Essen, sondern wenn wir zusammenkommen, sollen wir uns freuen an der Liebe, die wir füreinander übrig haben beim Essen. Ja? Und da kann auch mal, da reicht es, wenn so ein Gemüsesticks da auf dem Teller sind. Aber wenn das mit Liebe serviert ist, ist es besser als ein Ochse am Schnitt. Sagt uns die, und das ist ja auch wahr. Ne? Also wenn wir hingehen und wir sind eingeladen zu einer Feier und da ist nur Hass und Streit am Tisch, dann vergeht einem, dann schmeckt das Essen ja auch nicht so richtig. Und da ich liebe das Wort Gottes, weil das halt so deutlich und so krass hier zu uns redet. Und es fordert uns heraus und sagt auch, wenn wir zusammenkommen, auch als Gemeinde, und das Café ist jetzt geschlossen, aber es kommt irgendwann die Zeit, da öffnen wir wieder das Café. Wie kommen wir denn da zusammen? Und was ist uns wichtig, wenn wir uns zusammentreffen? Ist es denn wichtig, wenn wir zusammenkommen, dass wir einfach nur eine Mahlzeit in uns reinnehmen? Ist uns das wichtig? Und gerade wenn da Schlangen sind, ne? Also wenn ich sage, ich zuerst und dränge dann die schwachen Familien weg, ne? Also Gott spricht dir, da ist keine Liebe dann dabei bei dem Ganzen. Und sagt er, nee, das ist halt nicht gut. Sagt er uns, wenn das deine Freude ist, du kommst einfach nur, um zu essen. Nee, du kommst, wenn wir zusammenkommen und wir essen auch noch dabei, das ist ja auch eine Freude, dann seid vorbereitet, wenn ihr zum Essen kommt. Bringt Liebe mit zu dem Essen. Bringt Liebe mit, bringt ein fröhliches Wort mit. Das ist das, was er an uns sagt und seine Nachfolger. Wir haben das als Familie mal versucht, irgendwie lag mir das so auf dem Herzen im Urlaub, das mal ganz praktisch in uns wirken zu lassen. Und lies mal dazu 1. Korinther 14, 26, schlage ich auch mal auf durch. Was ist nun, ihr Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat jeder eine Lehre, hat jeder eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Alles geschehe zur Erbauung. Wir haben für uns genommen, wenn ihr zusammenkommt, dann sollen wir etwas füreinander da haben, etwas zur Erbauung für den Nächsten. Ja? Nicht denken, meins zuerst, das Fleisch da auf dem Tisch, das ist meins zuerst. Ja, geht nicht. Also prüfet alles und behalte das Gute, das gilt nicht für das Essen auf dem Tisch, für dich, was im Gottes Wort steht, sondern das ist Quatsch. Sondern wenn wir zusammenkommen, nehmt aufeinander Rücksicht, habt etwas für den anderen mit. Ein freundliches Wort bringt sie mit. Und wir haben das mal die Kinder herausgefordert und es war erstaunlich. Die hatten dann Bilder gemalt, das dem anderen mitgebracht. Irgendetwas, was dem anderen ihrer kindlichen Art und Weise. Und das ist schön einfach, wenn wir zusammenkommen. Gott sagt das ja auch für das Abendmahl. Wir sollen vorbereitet sein, wenn wir kommen. Also wir sollen das nicht einfach in uns reinschlingern, sondern wir sollen vorbereitet sein. Auch wenn wir zum Mahl des Herrn, wenn wir zusammen am Tisch sitzen. Das ist ihm wichtig. Geht es weiter in Sprüche.
Hier geht es in den nächsten, nachdem wir die letzten beiden geguckt haben, an was habe ich Freude? Habe ich Freude am Materialismus? Oder habe ich Freude an der Furcht des Herrn, mit dem zufrieden zu sein, was es immer gibt? Wie lebe ich die Gemeinschaft? Habe ich Freude an dem Essen oder an der Liebes, an dem Liebesdienst aneinander? Und im nächsten sagt er uns ganz klar auch etwas, ob wir Freude bei dem anderen erzeugen oder nicht. Ein hitziger Mann erregt den Zank, aber ein langmütiger beschwichtigt den Rechtsstreit. Na, könnt ihr euch so einen hitzigen Mann sicherlich gut vorstellen. Jemanden, der sofort irgendwie schnell bei der Meinung ist, dem anderen die Meinung an den Kopf knallt, hitzig ist, sei es, weil er das laut verbal macht oder so ein bisschen stichelt. Das eine ist nicht besser als das andere. Ja. Hitzig, erregt Zank. Wollt ihr es gerne noch deutlicher ausgedrückt haben, dann schlagt mal eine Seite weiter aus. Widersprüche. Bei mir ist es eine Seite weiter, einmal umblätter, vielleicht bei euch zweimal, 17. Und wo ist es? Moment, muss ich suchen. Ah, da. 18, Vers 6. Die Lippen des Toren kommen an mit Streit und sein Mund schreit nach Prügel. Also das Wort Gottes ist manchmal sehr direkt und man kann sich jetzt diesen hitzigen Mann noch ein bisschen deutlicher vorstellen, ne? Wie er mit seinen Worten provozierend ist. Und wir als Nachfolger sollten uns davor hüten, so ein hitziger Mann zu sein, so ein Hitzkopf zu sein, der eben mit seinen Worten provoziert. Und für mich, ja, das mag ja noch einfach sein, wenn der Gegenüber 2 Meter groß ist. Zumindest bin ich jetzt keine 2 Meter groß oder so ein Bodybuilder. Dann überlegt man sich seine Worte vielleicht 3-mal. Aber wie reagiere ich, welche Worte wähle ich gegen anderen, die jetzt nicht so mir körperlich unterlegen sind? Ne? Also wie gehe ich auch auf meine Kinder zu? Bin ich hitzig gegenüber meinen Kindern? Provoziere ich sie mit seinen Worten? Boah. Ja, irgendwann werden meine Kinder auch größer und ich hoffe, dann schreit meine Worte nicht nach Schlägen. Aber ja, also das Wort ist hier sehr direkt. Ja, und es ist gut, wenn es direkt ist, weil so kommt es auch bei uns an. Manchmal brauchen wir solche direkten Worte, damit es bei uns ankommt. Und es ist ja geschrieben für uns, die wir in der Nachfolge sind, wie wir Jesus hinterherklacken wollen. Und er ermutigt uns hier, ihn zu bitten, dass wir langmütig sind, uns zu befähigen, dass wir langmütig sind. Wir können uns manchmal, wir haben die Macht der Zunge, das ist so in uns drin und wir können diese Zunge nicht bändigen. Wir brauchen wirklich Gott und seinen Geist, dass er uns fähig macht, in der Nachfolge zu bleiben, selber nicht so zornig zu sein. Ich kriege das nicht hin in manchen Situationen, sage ich ehrlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja? Aber in der Nachfolge gehen wir mit Jesus, Peter das auch gesagt hat. Wir gehen mit ihm zusammen, er befähigt uns, es liegt nicht an uns. Und es ist schön zu sehen, wenn wir die Jünger lesen, welche hitzigen Leute dabei gewesen sind. Ja, da waren Männer dabei. Ja, also kann man gucken. Petrus war jetzt sicherlich nicht der ruhigste Zeitgenosse. Und da gab es andere, die waren als Donnersöhne bekannt. Ja. Donnersöhne spricht, und das sind seine Jünger, mit denen hat sich Jesus umgeben. Die sind ihm nachgedackelt und aus denen hat er etwas gemacht. Ne? Wie nannte sich der Donnersohn nachher, den der Jesus liebte? So einen Liebesbrief hat er geschrieben. Wie wurde er verändert? Wie wunderbar. Und er ermutigt uns, ihn zu bitten, dass er uns diese Sachen wegnimmt, diesen Zorn, der in uns ist, weil wir eben nicht Unfrieden bei anderen auslösen wollen, weil wir Freude bei anderen Menschen auslösen wollen, bei unseren Nachbarn, bei unseren Nächsten, bei uns zu Hause, in der Familie. Ne? Und er gibt uns hier einen Ausblick, was es bedeutet. Aber ein Langmütiger beschwichtigt den Rechtsstreit. Wie schön ist dieses Wort langmütig. Ne? Also man muss mutig zu sein, nicht zornig zu werden. Manchmal ist es schwieriger und erfordert es mehr Mut, nicht zornig zu sein. Und langmütig, geduldig, Geduld haben und mutig dabei zu sein. Das heißt nicht, dass man gar nichts sagt, aber das, was man sagt, sollte von Milde geprägt sein. Morgen die ersten Worte, die ich gelesen hatte aus Philipper 4,4.
ging es ja um Freude. Wiederum will ich es euch sagen, freut euch. Und weiter geht es, eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Die Milde soll sich auch in unseren Worten widerspiegeln. Das ist ein langer Weg für mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nicht zu provozieren. Ja, aber Gott ist mit uns auf dem Weg. Er verändert uns Tag für Tag. Er nimmt uns mit auf diese Reise. Wir sind nicht diejenigen, die schon perfekt sind. Das waren die Jünger auch nicht. Das war alles andere als ein perfekter Haufen. Vers 19. Der Weg des Faulen ist wie eine Dornenhecke, aber der Pfad der Aufrichtigen ist gebahnt. Ja, hier geht's. Der Weg des Faulen ist wie eine Dornenhecke. Letzte Woche waren wir mit Familie, waren wir im Schwimmbad. Und das war jetzt nicht Faulheit, aber aus lauter Übermut habe ich versucht, einen Basketball mit dem Fuß in den Basketballkorb zu schießen. Und dann ging natürlich vollkommen daneben und er landete in einer Dornenhecke. Ja? Und in einem Schwimmbad mit Badehose durch eine Dornenhecke zu gehen, ist jetzt nichts Angenehmes. Ja? Und so ein Bild malt uns Gott, eben den Weg, den wir vor uns haben, den Weg, den wir in der Nachfolge haben, den Weg, den wir durch unser Leben gehen. Und er sagt ganz praktisch, wenn du faul bist, dann ist dieser Weg, den du gehst, wie eine Dornenhecke. Ja? Selbst nicht geistlich ausgelegt. Wenn wir faul sind, dann kommen manche Gefahren auf uns zu. Ja, wenn wir vergessen, Formulare rechtzeitig abzuschicken, dann wird es schwerer. Dann muss man unglaublich viele Telefonate machen, damit es irgendwie doch noch geht oder man muss mehr zahlen oder irgendwie. Also seid nicht faul. Wenn man sich zu Hause nicht um seine Wohnung kümmert, dann fällt er ja auch auseinander und dann wird es noch dorniger, der Weg, den man dann geht. Ja, also deswegen auch nicht geistlich ausgelegt. Die Bibel warnt uns an vielen Stellen vor Faulheit. Und jetzt nochmal geistlich ausgelegt. Wir sollten auch als Nachfolger Jesu auf gar keinen Fall faul werden. Weil wenn wir faul werden, wenn wir nicht in seinem Wort Gottes lesen, in seinem Wort lesen, wenn wir nicht untereinander Gemeinschaft miteinander haben, ja, wenn wir nicht diesen engen Austausch mit ihm haben im Gebet, dann drohen wir davon. Dann wird uns, dann droht uns, dass wir geistlich blind werden, dass unser Weg uns in so manche Dornenhecke reinführt, weil wir eben nicht sensibel sind. Ja, ganz klar, wenn ich Gottes Wort nicht lese, wenn ich das hier nicht lese mit diesem Zorn und sonst irgendwie, ich denke darüber nach, wenn ich das lese, sonst kriege ich wirklich mal einen auf die Mütze. Und so warnt mich Gottes Wort heute Morgen mit meinen Worten, vorsichtig umzugehen und andere Sachen. Das sind Sachen, wo er zu uns spricht. Und durch sein Wort spricht er geistig zu uns in der Nachfolge. Und er möchte uns bewahren, dass wir so einen Weg haben. Gott möchte, dass unser Weg gebahnt ist. Er möchte, dass wir mit ihm über Mauern springen. Er möchte, dass er die Dornenhecken, die vor uns sind, möchte er platt machen. Ummähen, umsensen möchte er. Wie auch immer euch das vorstellt, mit welchen Mitteln er das tut. Deswegen geht es auch weiter, aber der Pfad des Aufrichtigen ist gebahnt. Was ist der Aufrichtige? Der Aufrichtige ist derjenige, der so wie er ist, vor Gott treten kann. Mit all dem, was er hat und auch dem, was er nicht hat. Mit all seinen Fähigkeiten, Unfähigkeiten. Zu Gott, vor Gott tritt und sagt, ja, prüfe du mein Herz, guck, wie ich es meine, wie ich drauf bin. Und führe mich auf dem richtigen Weg, weil ich von mir weiß es doch selber, gar nicht richtig, ich möchte dir hinterher dackeln. Führe du mich. Und Gott führt uns den Weg, er bahnt uns den Weg und er führt uns um so manche Dornenhecken erst gar nicht rein oder er bahnt uns den Weg. Wie mit so einer Machete durch den Dschungel. So ein schönes Bild. Und wenn wir, Vers 20, ein weiser Sohn erfreut den Vater, aber ein törichter Mensch verachtet seine Mutter. Lies mal weiter. Wieder eine Seite weiter. Sprüche 17, Vers 25. Ein törichter Sohn bedeutet für seinen Vater Verdruss und Bitternis für die, die ihn geboren hat. Ja, also. Das ist ein Wort, wenn du selber Vater bist.
denkst du, oh, muss ich unbedingt meinen Kindern sagen, so meinen Söhnen, denn die handeln ja gar nicht weise. Und weise denkt man manchmal, die handeln nicht so, wie ich das denke, aber das ist eigentlich gar nicht weise, wenn ich so denke. Es sei denn, meine Gedanken sind dann auch weise dabei. Aber nee, wenn man diesen Spruch nimmt, ein weiser Sohn erfreut den Vater, wer war denn der weise Sohn? Wo ist denn jemand, der Weisheit hat? Wo ist ein weiser Sohn? Ja, und dann kommt man natürlich auf Jesus. Nach der Taufe von Jesus steht in Matthäus 5,3: Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ja, Gott freut sich über Jesus. Gott freut sich, dass Jesus seinen Willen getan hat. Auch wenn es für Jesus, der Weg am Kreuz war jetzt kein einfacher Weg für Jesus. Der Weg, der ihm als Mensch Schmerzen gekostet hat. Aber er hat seinen Willen getan. Er freut sich. Und wir können uns orientieren an Jesus, an diesen weisen Sohn, der uns vorangeht. Und wir können, wenn wir ihn aufnehmen, dann sind wir in unserem Herzen. Wenn wir ihn angenommen habt, dann seid ihr auch Kinder Gottes. Und uns sollte auch gelegen sein, uns sollte Ziel unseres Lebens sollte auch sein, diese Weisheit zu erlangen für unser Leben. Zu hören, was er uns täglich sagt, ihm nachzudackeln, ihm zu folgen, auf sein Wort zu hören, sein Wort in uns reinzuziehen, dass es uns durchdringt, dass wir weise werden. Und dann das auch tun, was er uns sagt. Nicht aus stumpfem Befehlsgehorsam, sondern aus Liebe. Das ist doch schön. Gott, ja, Kadavergehorsam ist das irgendwie so ein Unwort, was wir ja haben. Also Gott fordert das nicht, sondern er möchte, dass wir etwas aus Liebe tun, dass wir ihn aus Liebe nachfolgen. Und dann sind wir auch ein weiser Sohn, wenn wir ihm nachfolgen aus Liebe, den anderen Gutes zu tun in unserem Umfeld. Gott lieben und die Menschen lieben, dann sind wir dieser weise Sohn. Und dann sind wir auch in der Lage und nur dann für andere Licht und Salz zu sein in dieser Welt, ja, wo sich andere Menschen orientieren können. Und wenn unsere Kinder dann auch etwas tun, was weise ist, dann können wir uns auch darüber freuen, weil die Weisheit, letztendlich alle Weisheit, kommt von Gott und ist von Gott gegeben. Wenn wir nicht weise handeln, unsere Kinder irgendwann weise handeln, dann werden wir uns vielleicht sogar darüber ärgern. Also wer zu Hause Zeit hat, kann gern die Geschichte lesen von Saul und seinem Sohn Jonathan, der in einer Situation, sie könnten ein bisschen rätseln und forschen zu Hause, ein bisschen Bibelforschung spielen, wo der Jonathan ganz weise gehandelt hat, aber sein Vater überhaupt nicht mehr weise war. Und das, glaube ich, war dem nicht so Freude. Aber forscht mal gerne nach, wenn ihr zu Hause. Entdeckt mal gerne die Geschichte von Saul und seinem Sohn Jonathan. Ne, deswegen ist es wichtig, für uns Weisheit zu erlangen. Und wenn er Weisheit mangelt, Gott gibt gern. Damit wir auch eine Freude für unseren Vater haben können. Damit wir eine Freude für unseren Vater sind. Ganz interessant finde ich in diesem Zusammenhang, aber ein törichter Mensch verachtet seine Mutter. Ja, auf der nächsten, Sprüche 17 steht: Ein törichter Sohn bedeutet für seinen Vater Verdruss und Bitternis für die, die ihn geboren hat. Also Bitternis für seine Mutter. Wie häufig, das ist auch ein Indikator für uns, wie verhalte ich mich gegenüber meiner Mutter? Ne? Wie gehe ich mit ihr um? Wie rede ich von ihr? Ist mein Verhalten ihr gegenüber von Liebe geprägt? Sind meine Worte von Liebe geprägt? Ja? Die Opfer von unser unweisen Handeln, also ein Indikator, wie wir umgehen, sind meistens die Schwachen. Ja, und hier sogar ganz krass, diejenige, die uns geboren hat. Ja, wenn die kriegt die Bitterkeit hier ab. Die kriegt die Verachtung ab, wenn wir nicht weise sind. Weil wir uns nicht gegenüber ihr, egal, ob wir nicht mit Liebe ihr gegenüber umgehen. Deswegen ermutigt das Wort Gottes auch, wenn wir prüfen wollen, ob wir weise sind, ob wir liebevoll mit sind, sagt er, wie geht ihr mit den Schwachen um? Wie geht ihr mit euren Müttern um? Gerade auch mit den Müttern in der Gemeinde, mit den älteren Frauen, die hilfebedürftig sind. Lassen wir sie links liegen? Verachten wir sie? Kümmern wir uns nicht um sie? Da in der Nachfolge fordert uns das Wort hier auf, prüft, wie ihr mit den Älteren in der Gemeinde, gerade mit den älteren Frauen umgeht, mit euren Müttern, die auch ein gutes Wort für euch umhalten und auch mit euren leiblichen Müttern. Und wenn ihr weise seid, versucht Weisheit zu gelangen. Das ist so wichtig. Wenn ihr eure Mütter liebt, dann bittet um Weisheit, sagt das Wort.
Vers 21. Narrheit ist dem Unverständigen Freude, aber ein verständiger Mann geht den geraden Weg. Hier auch nochmal, ich werde hier hinterfragt, also das Wort spricht auch zu mir, wo bin ich überhaupt? Bin ich immer noch Narr bei manchen Dingen? Oder bin ich ein verständiger Mann? Ich will ein verständiger Mann sein, ich will auf dem geraden Weg gehen. Aber wie wir gehört haben, Gott führt uns auf diesen Grad, er befähigt uns, er führt uns. Aber er prüft uns auch, wie unser Herz ist. Ich lese euch mal einige Worte vor aus Sprüchen, die über den Narr stehen, um zu prüfen, wo wir sind. Narr ist, wer die Ehe bricht, steht in Sprüche 6,32. Ja, nun kann man, was ist Ehebruch? Ehebruch geschieht schon nach Jesu Worten in Gedanken. Geschieht dann, wenn wir unsere Augen links und rechts weiden. Ja? Nicht dort, wo wir unsere Augen hinführen sollten und uns daran ergötzen. Das ist schon Ehebruch. Habe ich eine Freude daran? Ja, reiße ich mein Auge aus, gucke weg? Oder mache ich dann weiter? Kann ich das lassen? Nah ist, wer verleumdet, steht in Sprüche 10,18. Nah ist, wer Mutwillen und Spott treibt, steht in Sprüche 10,23. Nah ist, wer seinen Nächsten schändet, Sprüche 11,23. Jetzt wird es ganz bitter. Nah ist, wer unnötigen Sachen nachgeht, Sprüche 12,11, wenn ich meine Schrift hier richtig lesen kann. Nah ist, wer schnell zornig wird. Nah ist, wer die Zucht des Vaters lästert und keine Strafe annimmt. Ja. Bin ich zu schnell gefahren mit dem Auto, nehme ich die Strafe gerne an, sage ich, oh, na, letztendlich jede, die Obrigkeit sind von Gott eingesetzt und auch die Strafen. Lästere ich die Strafe, sage ich, ja, wie gehe ich damit um? Ich bin nah, wenn ich das nicht annehme. Nah ist, wer plappert, was in seinem Herzen steckt. Na, wie schnell kommen unnütze Worte aus mir raus? Haben wir letzte Woche auch gehört über die Macht der Zunge, die Macht des Wortes. Ja, und das ist ein Indikator für uns. Und wir können echt Gott bitten, dass er uns weiter begleitet auf den Weg, dass wir verständiger werden von Tag zu Tag, dass wir zu diesem Mann, zu diesem Menschen werden, der auf dem geraden Weg geht. Von uns selber, von mir selber kriege ich das nicht hin. Aber ich bin froh, wenn ich die Jünger Jesu angucke, was das für Kerle waren. Ja, da waren Zornige dabei, da waren Leute drin, die waren Zöllner, da waren Terroristen dabei. Die Donnersöhne hatten wir schon. Also das war jetzt nicht irgendwie so eine Elitehaufen. Ja, da waren, wenn man das durchgeht, diese ganze Liste von Sachen, ne, die Freude, woran sie hingen, das, was sie bei anderen Menschen bewirkt haben, welche Freude, haben sie Freude überhaupt hergerufen, wenn sie Donnersöhne waren, weiß ich nicht. Aber letztendlich, Jesus hat sich mit diesen Menschen umgeben und er hat sie auf den Weg geführt. Und das ist auch ein Weg in der Nachfolge, den Gott mit uns vorhat. Und er möchte, dass wir in voller Liebe diesen Weg der Nachfolge gehen. Er möchte uns, dass wir uns freuen in all dem, in der Nachfolge, dass wir die Nachfolge tun, nicht aus Zwang und Gehorsam, sondern dass wir die Nachfolge tun aus Freude. Und die Freude und Liebe uns dann in den Gehorsam reinführt, in die Nachfolge, in seine Gebote. Dass wir das aus lauter Freude tun und dann auch fröhlich werden. Glücklich sind die, die den Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Glücklich sind wir dann, wenn wir in der Nachfolge aus Liebe dieses Ganze tun können. Und da das Ganze nicht einfach ist für uns und wir jede Menge Rat brauchen, aus mir heraus alleine schaffe ich das nicht. Schafft keiner von uns. Wenn wir sagen, ich will irgendwie diesen Weg gehen, ich will das gehen, nee, das geht nicht. Vers 22, Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist, aber wo viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Lest dazu abschließend, schlagt bitte auf Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Gott hat alles unter Kontrolle, alles, alle Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. In dem Weg der Nachfolge, da haben wir jemanden, der uns vorangegangen ist, der mit uns diesen Weg geht, der uns Rat gibt auf diesen Weg der Nachfolge. Wir haben in Jesus denjenigen, der uns begleitet, der uns führt aus diesem Weg, der sorgt, dass das den Weg, den wir angefangen haben, auch vollendet wird. Der uns hineinführt in diese ewige Freude,
die er uns geben wird, der uns heute schon sagt, freut euch, freut euch, freut euch, freut euch, freut euch, egal welche Umstände hier sind. Guckt weg von euch, guckt nach oben. Ne? Guckt, dankt für das, was ich euch gegeben habe. Danken schützt vom Wanken, loben zieht nach oben. Ne? Macht das in Freude. Das ist etwas, ja. Und wenn du gerade dich nicht freuen kannst, dann bitte, komm zu ihm und sag, Jesus, führ mich zurück in diese Freude. Er möchte nicht, dass wir leiden. Er möchte mit uns einen Weg als Unvollkommene gehen, in einem Weg, wo wir mit ihm vereint sind, versöhnt sind. Versöhnt sind mit dem Sohn. Und wenn ihr heute Morgen rausgeht, freut euch. Und das ist das, auch wenn es bei dem Wetter und wenn es hier schon spät wird, schwer ist, aber es ist etwas, was wir mitnehmen sollen in die Woche. Uns freuen mit dem, was Gott in unserem Leben getan hat, das, was er in eurem Leben noch tun wird. Und das ist viel größer als das, was er schon in eurem Leben getan hat. Und Gott uns befähigen, dass wir fähig werden, andere Menschen auch in die Freude reinzuführen. Ich danke kurz. Jesus, wir danken dir ja heute Morgen für dein Wort, was nicht einfach ist aufzunehmen, was klar und deutlich zu uns spricht. Und ja, bei den äußeren Gegebenheiten, Hitze hier und alles. Aber wir bitten dich, dass du einfach dafür sorgst, dass dein Wort in uns Veränderung bewirkt. Wir danken dir, dass du uns mitnimmst auf dieses Abenteuer der Nachfolge. Dass du uns liebst und begleitest auf dem Weg. Dass du uns beschützt und behütest vor den Gefahren, die vor uns liegen. Und wir ja, bitten dich, dass du ja, Gefahren ausräumst, die auf uns auf unserem Weg vor uns liegen. Da bitten wir dich so sehr. Und wir bitten dich um viel Liebe und Freude auf diesem Weg. Denn wir wissen, dass nur du Friede und Liebe und Freude uns geben kannst in diesen schwierigen Zeiten. Und so bitte ich für uns und für jeden Einzelnen hier, ja, dass du uns das in die Herzen schreibst und dass du uns fähig machst, in der kommenden Woche auch Liebe aneinander zu üben und Liebe weiterzugeben. Und das zu lassen, was uns runterzieht. Amen.